Frau Ahlers. Guten Tag. Wir kommen vom Marienkrankenhaus. Wir müssten mit Ihnen reden wegen Ihrem Mann. Wegen Martin? Um Gottes Willen, was ist denn mit ihm? Auf dem S-Bahnhof ist was passiert. Aber wie ist es denn mit einem Videorekorder? Haben Sie keinen? Wir haben bisher keinen gebraucht, aber ich könnte vielleicht einen besorgen vom Fernsehgeschäft. Und was man als Reiseleiter wissen muss, das kann man wirklich in einem Fernkurs lernen. Sie werden es können, Frau Weitzel. Das sagt mir meine Menschenkenntnis. Und die hat mich noch nie betrogen. Entschließen Sie sich. Und die Welt steht Ihnen offen. Sagen Sie, vermissen Sie was? Guten Abend, meine Damen und Herren. In den ersten Nachkriegsjahren, die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht daran, gab es eine Sorte von Gaunern, die mit einer ganz besonders üblen Masche aufgetreten ist, die sogenannten Schreckensboten. Sie erschienen bei den Angehörigen noch nicht heimgekehrter Soldaten und gaben vor, mit den Ehemännern oder Söhnen der Angesprochenen in einem Kriegsgefangenenlager gewesen zu sein. Sie berichteten von schrecklichen gemeinsamen Erlebnissen und erzählten den Ehefrauen oder Müttern dieser Soldaten, sie könnten eine Nachricht übermitteln oder gar einen Beitrag zur Heimkehr der Vermissten leisten. Selbstverständlich war dazu immer ein größerer Geldbetrag notwendig. Tausende von Familien gingen diesen Gaunern damals auf den Leim. Der Trick hat sich dann schließlich von selbst überlebt. Aber das eigentlich kriminelle Grundmuster, das dahinter steckt, wird nach wie vor praktiziert. Auch heute sind die Schreckensboten noch unterwegs. Sie haben sich allerdings, wie unser erster Beitrag zeigt, den neuen Verhältnissen angepasst. Du, Brigitte, hör mal. Da können wir eigentlich mal hinfahren. Brigitte, hörst du mich? Ja, wo steckst du denn? Hast du was gesagt? Ja. Hier, da wird ein Einkaufszentrum eröffnet. Da könnten wir doch heute mal hinfahren. Ein Einkaufszentrum? Wo denn? Hier, am Südbahnhof. Ja, da kannst du ja mit der S-Bahn hinfahren. Und du? Nee, ich muss heute die Wohnung machen. Das ist ganz gut, wenn du mir nicht im Weg rumstehst. Du, die haben aber sensationelle Angebote. Das Rentner-Ehepaar Brigitte und Martin Ahlers lebt in einer norddeutschen Großstadt. Obwohl schon über 70, sind beide recht rüstig und durchaus unternehmungslustig. Und ein neues Einkaufszentrum hat für Martin Ahlers natürlich eine gewisse Anziehungskraft. Deshalb verlässt er an einem Freitag im Oktober 1983 seine Wohnung in einem älteren Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße. Herr und Frau Ahlers wohnen schon viele Jahre in diesem Haus und pflegen sowohl zur Nachbarschaft als auch zum Hausmeister freundliche Kontakte. Sag mal, Ahlers. Ah, moin, moin. Ja, wieder auf Achse? Ja. Muss man wieder die Nase in die Luft stecken und was einholen. Muss auch sein, klar. Und bei dem Wetter, das muss man ausnutzen. Das auch. Und ehrlich gesagt, wenn meine Frau putzt, bin ich sowieso nicht gern zu Hause. Haben Sie auch recht. Na, tschüss denn. Ich muss sehen, dass ich meine S-Bahn kriege. Wiedersehen, Herr Ahlers. Auf Wiedersehen. Der Hausmeister kennt die Verhältnisse der einzelnen Mietparteien recht gut. Er weiß auch, dass Brigitte Ahlers trotz ihres fortgeschrittenen Alters stolz darauf ist, ihre Wohnung ohne fremde Hilfe in Ordnung zu halten. An diesem Freitag wird sie ihre übliche Hausarbeit allerdings nicht beenden können. Etwa eine Stunde, nachdem Martin Ahlers das Haus verlassen hat, kommen nämlich zwei Männer in die Birkenstraße, die nach einigen Erkundigungen bei Brigitte Ahlers erscheinen werden. Bleibt doch hier mal stehen. Gekleidet sind die beiden wie Krankenpfleger. Frag den doch mal. Der kennt sich bestimmt hier aus. Was ist denn das für eine Hausnummer? 12. Birkenstraße. Okay. Entschuldigen Sie. Ja? Können Sie uns mal helfen? Was ist denn? Da ist ein Unfall passiert. Ein Unfall? Wo denn? Na, das weiß ich nicht.
Bei uns ins Krankenhaus ist nur einer eingeliefert worden und wir sollen seiner Frau Bescheid sagen, weil die, glaube ich, kein Telefon haben. Ja, wer ist es denn? Ich habe eben den Namen vergessen. Ein älterer Mann soll hier wohnen, Birkenstraße 12. Ein älterer Mann? So über 70? Mit grauem Hut und Stock und Brille? Ja, ja, genau. Das kann Herr Ahlers sein. Hat er eine grüne Einkaufstasche bei sich? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, ich glaube Ahlers, so hieß der Mann. Der ist von einer Stunde weg, wohl zur S-Bahn. Ja, da wird das wahrscheinlich passiert sein. Wo wohnt denn der? Hier, zweiten Stock Mitte. Frau Ahlers ist sicher da. Sagen Sie, wohnen die denn allein? Er hat nämlich was von Kindern gesagt. Kinder? Nö, der Sohn wohnt mit den Enkelkindern in Süddeutschland. Ah ja, dann war das wahrscheinlich ein Missverständnis. Vielen Dank auch. Ist denn sehr schlimm? Das weiß ich nicht. Er liegt denn noch im Schock, wissen Sie? Der Verkehr heutzutage. Da kommen die alten Leute einfach nicht mehr mit. Tschüss. Wiedersehen. Der Hausmeister hat keinen Grund, den Männern in den weißen Anzügen nicht weiterzuhelfen. Im Gegenteil, er hält es sogar für seine Pflicht. Er weiß, dass das Ehepaar Ahlers kein Telefon hat. Und er weiß auch, dass gerade ältere Leute recht leicht in Unfälle verwickelt werden. Was ist denn das? Der Martin hat doch einen Schlüssel. Tag, Frau Ahlers. Tag. Guten Tag. Wir kommen vom Marienkrankenhaus. Wir müssten mit Ihnen reden wegen Ihrem Mann. Wegen Martin? Um Gottes Willen, was ist denn mit ihm? Frau Ahlers, wenn es geht, nicht hier. Können wir mal reinkommen? Ja, natürlich. Ich bin gerade beim Saubermachen. Was ist denn mit ihm? Auf dem S-Bahnhof ist was passiert. Um Gottes Willen, ist er schlimm? Das wissen wir nicht. Er ist bei uns im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Dann ist es doch schlimm. Er lässt Sie bitten, ihm ein paar Sachen ins Krankenhaus zu bringen. Ja, kann ich denn zu ihm? Natürlich. Deswegen sind wir hier gekommen, um Sie hinzubringen. Das ist aber nett von Ihnen. Mein Gott, was braucht er denn da? Waschzeug und Schlafanzug. Augenblick, ich packe das mal eben zusammen. Nehmen Sie doch bitte den Platz. Danke. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Frau Ahlers. Ich hab's gleich. Mein Gott, die Schürze habe ich auch noch an. So, jetzt habe ich alles zusammen, glaube ich. Dann können wir ja losfahren. Mein Gott, der Martin. Schlafanzug, Waschzeug, Rasierapparat, Pantoffeln, Zeitung. Ach du liebe Zeit, Geld braucht euch ja auch. Moment. So, jetzt aber los. Ich nehme Sie ihn ab. In welchem Krankenhaus liegt er nochmal? Im Marienkrankenhaus. Das ist doch fast am anderen Ende der Stadt, oder? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum Sie ihn zu uns gebracht haben. Vielleicht war in den anderen Häusern kein Platz. Wo ist denn Ihr Kollege? Der ist schon voraus. Ach, na, dann ist ja gut. Brigitte Ahlers ist völlig durcheinander. In ihrer Aufregung macht sie sich weiter keine Gedanken mehr über das plötzliche Verschwinden des zweiten Krankenpflegers. Mein Gott, der Martin, wenn der sich was gebrochen hat in seinem Alter, das überlebt er nicht. Beruhigen Sie sich, Frau Ahlers. So schlimm wird es schon nicht sein. In der Wohnung der alten Leute hat der zweite Mann genug Zeit, um sie gründlich auf den Kopf zu stellen. Er weiß sehr wohl von der Angewohnheit vieler älterer Menschen, ihre Ersparnisse in der eigenen Wohnung zu verstecken. Auch beim Ehepaar Ahlers wird der Mann bald fündig. Mit rund 20.000 Mark kann er unbehelligt die Wohnung verlassen. Der Komplize bringt Brigitte Ahlers währenddessen tatsächlich zum Krankenhaus.
Dort fällt es ihm dann aber nicht schwer, sich seines Opfers mit einem simplen Trick zu entledigen und ebenfalls unerkannt zu entkommen. Bitte, Frau Ahlers, gehen Sie schon mal rein. Ich muss den Wagen noch wegbringen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo er liegt. Das sagen Ihnen die schon an der Pforte. Wenn es Probleme gibt, dann bin ich auch gleich da, dann helfe ich Ihnen. Dass sowas passieren muss. Tja. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Mühe. Schon gut, Frau Ahlers. Aber der Krankenpfleger hat doch gesagt, dass mein Mann bei Ihnen liegt. Es tut mir leid, aber wir haben keinen Herrn Ahlers. Seit wann soll Ihr Mann denn hier sein? Das weiß ich nicht so genau. Seit heute jedenfalls. Also wir haben gefrühstückt und dann wollte er mit der S-Bahn zum Südbahnhof fahren, zu einem Einkaufszentrum. Und da muss ein Unfall passiert sein. Ach so, warten Sie mal. Ich frage mal bei der Notaufnahme nach. Nun? Auch in die Notaufnahme war Herr Ahlers natürlich nicht eingeliefert worden. Und es hat einige Zeit gedauert, bis sich herausstellte, dass seine Frau Opfer eines Täuschungsmanövers geworden war. Als sie dann nach Hause kam, folgte dem ersten Schrecken der zweite. Die Wohnung war durchwühlt, ein paar Wertgegenstände und die Ersparnisse waren verschwunden. Es fällt schwer, gegen Trickdiebe dieser Art vorbeugende Ratschläge zu geben. Denn die allgemeine Lebenserfahrung lehrt immer wieder, dass alle guten Ratschläge vergessen werden, wenn man in Aufregung, Angst und Schrecken versetzt wird. Aber eine Empfehlung kann man mit Sicherheit auch hier wiedergeben. Ersparnisse und größere Geldbeträge gehören nicht in die Wohnung und seien sie dort auch noch so gut versteckt. Diebe wissen, wo sie suchen müssen. Auch in unserem nächsten Beispiel nutzt ein Gauner eine Verwirrung aus. Allerdings eine Verwirrung, die er nicht selbst erzeugt, sondern eine, die bereits vorhanden ist. Das allgemeine Durcheinander auf dem Videomarkt. Drei verschiedene Systeme gibt es dort und viele Menschen haben Schwierigkeiten, sie auseinanderzuhalten. Noch zumal, wenn man, so wie der Hotelier in unserem folgenden Bericht, kein eigenes Videogerät besitzt. Gefällt Ihnen das Zimmer, Frau Mengler? Oh ja, es ist sehr hübsch. Vor allem auch die Aussicht. Deswegen komme ich ja immer wieder hierher, wegen der schönen Gegend. Ja, wir bemühen uns, unseren Gästen was zu bieten, in jeder Hinsicht. Waldemar Bauer und seine Frau Hilde besitzen in einem Luftkurort im Taunus ein gut eingeführtes kleines Hotel. Die rege Werbetätigkeit der örtlichen Kurverwaltung beschert ihnen besonders in den Sommermonaten ein volles Haus. Wiedersehen, Frau Mengler. Schönen Tag. Danke. Gut, dass du da bist. Ich muss noch mal schnell zur Bank. Aber bleib nicht so lange. Ich muss noch einkaufen, sonst gibt's nichts zum Abendessen. Bitte, du kennst doch mein Tempo. Nicht nur Kurgäste übernachten in dem Hotel. Auch Geschäftsleute machen hier recht häufig Station. Und gelegentlich finden kleinere Tagungen statt. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich hätte gerne ein Einzelzimmer für 2 Tage. Tja, da habe ich aber leider nur noch was zur Straße raus. Ach, das macht gar nichts. Ich bin ja nicht zur Kur hier, sondern auf Dienstreise. Hat es denn Dusche und WC? Das haben alle Zimmer bei uns. Wenn Sie sich dann bitte hier eintragen wollen. Wie war der Name? Mann. Die Gäste werden im Hotel Bauer zwar gebeten, ein Anmeldeformular auszufüllen, ein Ausweis aber wird in aller Regel nicht verlangt. So. Bitte sehr, Zimmer 14, gleich im ersten Stock. Danke, vielen Dank. Ach, ich habe dann noch ein kleines Problem. Ich habe heute Abend eine Besprechung mit ein paar Geschäftspartnern. Hätten Sie vielleicht irgend so einen Nebenraum, wo wir uns in Ruhe unterhalten können? Wie viele Leute kommen denn da? Ja, so 10 bis 12, aber ganz genau kann ich das noch gar nicht sagen. Mehr werden es auf keinen Fall. Ja, dann könnten Sie den Frühstücksraum benutzen, der wird abends nicht gebraucht. Sie können ihn sich ja mal ansehen. Ja, gerne. Ach, ist denn da auch ein Fernseher drin? Ich müsste nämlich einen Videofilm vorführen. Ach so. Nein, der Fernseher, der ist im Aufenthaltsraum, den können Sie natürlich auch benutzen. Der ist im Moment nicht gefragt. Ich zeig's Ihnen mal. Danke, sehr nett. Bitte sehr. Ja, das wäre genau richtig. Aber wie ist es denn mit einem Videorekorder? Haben Sie keinen? Ach, Sie haben ja gesagt, Sie wollen einen Film vorführen. Ist das eine Art Schulung? Ja, genau.
Wir haben bisher keinen gebraucht, aber ich könnte vielleicht einen besorgen vom Fernsehgeschäft. Ach, das wäre aber wirklich nett. Dann brauche ich mich da nicht drum zu kümmern. Ja, gibt es denn überhaupt so ein Geschäft hier am Ort? Klar, Radio Brunner am Rathaus. Von dem haben wir auch den Fernseher. Mhm. Ich rufe da mal an. Ja, danke. Also ich würde gerne den mit dem großen Bild nehmen. Ja, ich meine, einer von den kleinen tut's aber auch. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen wollen, Sie können die Sache ja inzwischen schon mal bereden. Ja, Radio Brunner? Ach, Frau Bauer, guten Tag. Was gibt's denn? Streikt der Fernseher etwa? Nein, nein, der läuft prima. Sagen Sie, Herr Brunner, leihen Sie denn auch Videogeräte aus? Ja, schon. Wie lange denn? Ach so, nur heute Abend. Ja, das ginge. Da würden wir heute Mittag vorbeikommen und es anschließen. Wir müssen sowieso noch ein paar Geräte ausliefern. Was für ein System brauchen Sie denn? Ja, da muss ich den Herrn erst mal fragen. Davon verstehe ich nichts. Was für ein System brauchen Sie denn? VHS. VHS. Ja, in Ordnung. Ist ja immer jemand da. Auf Wiederhören, Herr Brunner, und nochmals vielen Dank. Also, das geht in Ordnung. Heute Mittag wird der Videorekorder vorbeigebracht. Ach, das ist ja prima. Wir müssen Ihnen natürlich die Leihgebühr extra auf die Rechnung setzen. Ich bitte Sie, das versteht sich doch von selbst. Ja, ich bin dann so am frühen Abend wieder da. Ich habe noch ein paar Termine zu erledigen. Bis dann also. Ist recht. Ich sag dann meinem Mann Bescheid. Wie verabredet, bringt am Nachmittag ein Angestellter des Fernsehgeschäfts ein Videogerät ins Hotel. Ja, danke, ich trage das ein. Das geht in Ordnung. Dankeschön, Wiederhören. Guten Tag, ich bringe den Videorekorder. Wo soll er denn hin? Da in den Aufenthaltsraum, wo auch der Fernseher steht. Es geht heute zu bei uns wie im Taubenschlag. Sie kommen ja ohne mich zurecht. Selbstverständlich. Ich zeig's Ihnen dann, wenn ich's angeschlossen habe. Ist gut. Hotelpension Taunus. Guten Waldemar Tag. Bauer ist eigentlich immer froh, wenn er seinen Gästen einen Wunsch erfüllen kann. Insgeheim überlegt er bereits, ob sich die Anschaffung eines Videogerätes auf die Dauer nicht bezahlt machen könnte. Wiederhören. Der Monteur braucht im Aufenthaltsraum nur wenige Minuten, um das Gerät startklar zu machen. Na, ist schon alles fertig? Tja, das geht bei uns ruckzuck. Ich habe Ihnen jetzt hier eine bespielte Kassette angelegt. Die Bedienung ist ganz leicht. Hier ist der Netzschalter und hier ist die Wiedergabetaste und dann hier Vor- und Rücklauf. Falls Sie irgendwie nicht klarkommen sollten, die Gebrauchsanweisung ist ganz leicht zu verstehen. Na gut, ich werde schon klarkommen. Im Übrigen scheint der Gast ja auch was davon zu verstehen. Auf Wiedersehen, Herr Bauer. Und den Karton lasse ich hier, der wird ja morgen wieder abgeholt. Ist gut. Wiedersehen. Als der Hotelgast am späten Nachmittag zurückkommt, ist er zunächst mit dem prompten Service sehr zufrieden. Dann stellt sich jedoch heraus, dass ihm offenbar ein peinlicher Irrtum unterlaufen ist. Guten Tag, Zimmer 14 bitte. Ach, da sind Sie, der Herr, der das Videogerät für den Vortrag heute Abend bestellt hat. Ja, richtig. Ist es denn schon da? Vor einer halben Stunde gerade gekommen. Angeschlossen, alles fix und fertig. Na wunderbar, dann probieren wir doch gleich mal, ob alles funktioniert. Bitte. Das wird so eine Art Schulung, hat mir meine Frau gesagt. Ja, richtig. Welche Branche sind Sie denn? Landwirtschaftliche Fahrzeuge. Ah ja, also hier, das ist der... Ja, ich weiß Bescheid. Ach, da ist ja auch eine Kassette drin. Ja, die brauche ich jetzt aber gar nicht. Ich habe mein eigenes Programm dabei. So. Verdammt. So ein Mist. Wieso? Was ist? Stimmt was nicht? Nein, das stimmt alles, aber... Ich habe da einen Riesenbock geschossen. Unser Schulungsprogramm ist jetzt auf Video 2000 umgestellt worden. Das habe ich ganz vergessen, Ihrer Frau zu sagen. Ja, Sie hatten ja auf VHS bestellt. Ja, leider. Ja, das Gerät, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich müsste schnell noch umtauschen. Sonst fällt der ganze Vortrag ins Wasser und die kommen alle extra angereist. Tja, bei Radio Brunner werden Sie vielleicht noch da sein. Ich kann ja mal schnell anrufen. Nein, bitte bemühen Sie sich nicht. Sie haben meinetwegen schon so viele Umstände gehabt. Das Beste wird sein, ich fahre da gleich mal hin und tausche das Gerät selber um. Das macht mir wirklich keine Mühe, da anzurufen. Nein, das wäre mir wirklich zu peinlich. Na gut, wenn Sie meinen. Wissen Sie denn, wo das Geschäft ist? Am Rathaus, hat mir Ihre Frau gesagt. Aber ich bin inzwischen auch schon selbst dort vorbeigekommen und hab's gesehen. Na ja, dann ist ja alles klar. Ich hoffe nur, die haben das richtige Gerät auf Lager. Ach, da habe ich eigentlich keine Sorgen. Die drei Hauptsysteme sind heute überall vorrätig. Na ja.
helfen. Nein, nein, das geht's jetzt. Aber noch mal. Bis gleich dann. Hm? Ja. Herr Bauer wartete dann natürlich vergeblich auf die Rückkehr seines Hotelgasts. Genauso wie etliche andere Gastwirte und Hoteliers, die auf den Mann mit der Videomasche hereingefallen sind. Und auch die ausgefüllten Meldezettel nutzten den Geprellten nichts. Denn die Namen und Adressen, die dort angegeben waren, erwiesen sich als falsch. Zwei Lehren kann man, glaube ich, aus diesem Fall ziehen. Zum einen hätten sich die Hoteliers, so wie es die Polizei eigentlich seit Jahren fordert, beim Ausfüllen der Meldezettel einen Ausweis zeigen lassen sollen. Zum anderen wäre ein zweites Telefongespräch mit dem Fernsehgeschäft vielleicht nützlich gewesen. Möglicherweise wäre der Trickdieb in dem einen oder anderen Fall dennoch zum Zuge gekommen. Sein Risiko wäre aber zweifellos sehr viel höher gewesen. Im Übrigen ist es auch immer wieder empfehlenswert, sich ein vorhandenes Autokennzeichen zu merken, wenn man einem Fremden einen Wertgegenstand anvertraut. So, und nun, meine Damen und Herren, wieder ein paar ganz aktuelle Kurzwarnungen, deren Notwendigkeit sich in den letzten Tagen und Wochen ergeben hat. Die erste betrifft eine Masche, die wir in der vorletzten Sendung schon einmal behandelt haben. Da haben wir vor einem Asthmamittel gewarnt, das illegal aus Sri Lanka eingeführt wird. Nach der Sendung hatten sich in unserer Redaktion und beim Deutschen Arzneiprüfungsinstitut über 200 verängstigte Asthmakranke gemeldet, die das Medikament bestellt und auch eingenommen haben. Das Bundesgesundheitsamt wurde aktiv und weitere Nachforschungen ergaben, dass auch noch vor anderen asiatischen Medikamenten zu warnen ist, wie etwa Antirheuma- und Verjüngungspräparaten. Übereinstimmendes Merkmal, an dem der Laie die Gefahr erkennen kann: Die Medikamente werden in der nichtmedizinischen Presse per Inserat angeboten, müssen im Ausland bestellt werden und der Kaufpreis ist auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Der nächste Vorgang kommt aus München. Er zeigt, dass einige Gauner in der Vorweihnachtszeit verstärkt auf die Mitleidsmasche setzen. Und natürlich auch auf die in dieser Zeit vorhandene Bereitschaft zu religiöser Besinnung. Da geht zum Beispiel ein etwa 40-jähriger Mann, vorwiegend bei älteren Leuten, von Tür zu Tür, gibt sich als Mitarbeiter einer Münchner Pfarrgemeinde aus und bietet religiöse Bücher an. Ein Teil des Verkaufspreises sei als Spende für Waisenkinder gedacht. Vermutlich hat der Mann die Bücher vorher in Kirchen entwendet, wo sie ausliegen. Dass er kein Mitarbeiter der Kirche ist, versteht sich von selbst. Sicher ist er nicht der Einzige, der mit einer solchen oder ähnlichen Masche unterwegs ist in diesen Tagen. In der Hektik des Weihnachtsgeschäftes sind im ganzen Bundesgebiet in verstärktem Maße auch falsche 100-Mark-Scheine aufgetaucht. An drei Kriterien kann man sie erkennen. Das Kopfwasserzeichen ist durch einen gelben Aufdruck nur vorgetäuscht. Ebenso der links daneben laufende Sicherheitsfaden. Im Vergleich mit dem echten 100-Mark-Schein unten fällt dies sehr deutlich auf. Zumal die Fälschung oben auch noch von dunklen Wellenlinien durchzogen ist. Am auffälligsten aber ist die Papierqualität. Die Fälschungen sind sehr viel glatter als die echten Hunderter. Die letzte aktuelle Warnung ist für die Zuschauer gedacht, die in wenigen Tagen in die Weihnachtsferien aufbrechen und vielleicht die Absicht haben, ihr Auto am Abend vor der Reise zu packen. Stehen Sie lieber eine halbe Stunde früher auf, denn es häufen sich zu Beginn der Ferienzeit die Fälle, in denen solche fertig gepackten Urlaubsautos aufgebrochen und ausgeraubt werden, selbst wenn sie in Garagen stehen. Mit dem nächsten Thema wollen wir uns wieder etwas ausführlicher befassen. Es geht um eine Masche, die gerade jetzt angesichts der bekannten Arbeitsmarktlage besonders viele Opfer findet. Einige clevere Geschäftsleute versprechen vielen von denen, die eine Beschäftigung suchen, mithilfe dieses Tricks nicht nur irgendeine schlichte Arbeit, sondern sogar einen der seltenen Traumjobs. Zum Beispiel ein Leben, das die berühmten schönsten Wochen des Jahres zu einer Art Dauerzustand macht. Weiter.
Ah, das ist unser Blick vom Balkon. Ist das nicht traumhaft, Mama? Und alles grün. Oh, der Mai ist da unten der schönste Monat. Du, Helga, weißt du was? Das erinnert mich unheimlich an das Hotel, wo wir 69 waren. Da bist du im Urlaub 14 geworden, weißt du das noch? Klar, da durfte ich doch unheimlich viel Sangria trinken. Ja. Auch das vergesse ich nie. Das ist ein Stück vom Strand. Ja. Helga Weitzel und ihr Freund Ingo haben Besuch. Oh, die kennt ihr ja. Die Eltern der jungen Frau sind gekommen, um sich von den Urlaubserlebnissen der beiden berichten zu lassen. Ach ja, das ist der Ingo mit seiner heimlichen Sünde. Ach Quatsch. Na, die war ganz schön spitz auf dich. Und du warst auch nicht gerade abgeneigt. Ja, und wer ist denn das? Ach, bloß die Reiseleiterin. Die hatte da so viele Chancen, die brauchte mich wirklich nicht. Das ist jetzt das Letzte. Die Fahrt zum Flughafen. Ich habe diese Frau ganz schön beneidet. Die ist von März bis Oktober da unten und im Winter geht sie als Skilehrerin. Ach Gott, ich weiß nicht. Das ist doch auf Dauer kein Leben. Mach doch mal bitte Licht. Ja, lern einen sicheren Beruf, Kinder, hast du gesagt. Mach was Solides, werd Lehrerin. Weißt du es noch? Das war damals auch vollkommen richtig. Klar. Und dann habe ich 12 Semester studiert und 18 Monate Referendarzeit und das zweite Staatsexamen. Und nichts. Keine Stelle. Weil 2,4 für eine Anstellung nicht reicht, solange es noch welche mit 2,3 gibt. Ach, Kind, das konnte man eben damals nicht wissen, dass das heute so ist. Helga Weitzel ist eine von vielen arbeitslosen Lehrerinnen. Auf alle Bewerbungen hat sie bisher Absagen erhalten. Sie hat Englisch und Französisch studiert. Einstweilen verdient sie ein paar Mark mit Nachhilfestunden und mit Deutschunterricht für amerikanische Soldaten. Den Urlaub im Süden hatten die Eltern zum bestandenen Staatsexamen spendiert. Sag mal, Helga, um auf die Reise zurückzukommen, mit der Organisation und so, wart ihr da zufrieden? Und das war alles bestens. Falls ihr noch Urlaubspläne habt, das Reisebüro Heidenreich, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das Reisebüro Heidenreich, mit dem Helga Weitzel so zufrieden ist, existiert noch nicht sehr lange. Der Inhaber bemüht sich aber, durch einen besonders guten Kundendienst auf sich aufmerksam zu machen. Seine allgemeine Aufgeschlossenheit kommt auch einem Mann zugute, der in diesem Frühsommer in vielen Reisebüros aufkreuzt und dort ein ungewöhnliches Angebot macht. Wenn Sie es genau nehmen, Herr Heidenreich, so brauchen Sie den Raum daneben an doch wirklich nicht immer. Ach, na ja, da haben Sie schon recht. Aber ich gehe davon aus, dass das Geschäft noch zunimmt. Das ist Ihnen natürlich zu wünschen. Ich benötige das Büro ja auch nur für eine Woche. Und die 3.000 Mark, die ich Ihnen als Miete dafür zahle, die können Sie doch so schnell gar nicht verdienen. 3.000? Ich habe immer noch nie verstanden, was Sie da eigentlich genau machen wollen. Ganz einfach. Wir suchen Reiseleiter. Und da inserieren wir. Und da brauchen wir für die Vorstellungsgespräche eine solide Anlaufstelle, die auch ein bisschen Atmosphäre hat. Na gut, also dann, einverstanden. Darf ich es Ihnen zeigen? Ja. Herr Heidenreich vermietet dem Unbekannten also tatsächlich für eine Woche einen seiner Räume. So kommt es, dass der Name des Reisebüros wenig später in der Zeitung erscheint, in einem Inserat, in dem Reiseleiter gesucht werden. Du Helga, ich weiß ja nicht, ob das was ist, aber da werden Reiseleiterinnen gesucht. Und du warst so neulich so begeistert von dem Beruf. Ja schon, Mama, aber ich bin doch keine Reiseleiterin. Ja, aber da steht extra, Anfängerinnen werden ausgebildet. Und ich meine, du kannst doch Sprachen, du kannst mit Kindern umgehen. Ich meine, ich will dir das ja nicht aufschwätzen. Ich dachte nur... Nein, Mama, das interessiert mich natürlich schon. Ist denn deine Adresse dabei? Ja, das ist vom Reisebüro Heidenreich. Da habt ihr doch euren Urlaub gebucht, oder? Ja, das hatten wir. Nächste Woche, also vom 6. bis 11. Juni, kann man sich da vorstellen. Ich wollte euch am Wochenende sowieso besuchen. Dann nehme ich die Anzeige gleich mit. Heb sie gut auf, ja? Das Problem wäre halt bloß, du bist dann monatelang im Ausland. Und ob der Ingo... Ich habe auch gleich dran gedacht. Aber es ist gar nicht so schlimm, wenn wir uns für einige Zeit lang mal trennen. Der Ingo geht mir sowieso ganz schön auf den Geist im Moment. Also, danke, Mama. Bis dann. Ja. Tschüss, Kleines. Mach's gut. Gleich am nächsten Montag geht Helga Weitzel zu ihrem Reisebüro. Sie glaubt natürlich, dass Herr Heidenreich eine Reiseleiterin sucht. Und in Gedanken sieht sie sich schon an den spanischen Strand zurückkehren, an dem sie gerade einen wunderschönen Urlaub verbracht hat. Gut,
Tag, Herr Heidenreich. Ah, guten Tag, Frau... Weitze. Ich hatte vor 2 Monaten bei Ihnen die Spanienreise gebucht. Richtig. Ich hoffe, es war alles in Ordnung. Ja, wirklich, es war alles ganz prima. Mhm. Und jetzt wollen Sie schon wieder in Urlaub? Das kann ich mir leider nicht leisten. Ich komme wegen der Anzeige. Ach so, die Sache mit der Reiseleiterin. Das sind nicht wir selbst, das ist eine Touristikagentur hier gleich nebenan. Warten Sie einen Moment. Ja, gerne. Ah, na bitte. Er ist gerade fertig. Danke. Ja, also viel Glück und wir schicken Ihnen dann alle Unterlagen zu. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie wollen auch zu mir? Ja, wegen der Anzeige. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie sich schon entschieden? Ach, nein, nein, keine Angst. Für Sie haben wir bestimmt noch einen Platz. Bitte kommen Sie rein. Danke. So, bitte schön, nehmen Sie hier Platz. Weiß nicht. Ich habe irgendwie ein dummes Gefühl. Da kommen ständig gute Kunden von uns, wenn an dem Kerl was faul ist. Und ich möchte wissen, was der den Leuten da drinnen alles erzählt und dass der so viele Reiseleiterinnen braucht. Nein, das haben Sie zum Teil missverstanden, Frau Weitzel. Reiseleiterinnen gesucht heißt, dass sie allgemein gesucht werden. Die großen Touristikunternehmen suchen laufend gut ausgebildete Reiseleiter. Aber das muss erst mal sein, die Ausbildung. Sie selbst sind also gar kein Reiseunternehmen? Nein, viel besser. Wir bilden aus. Dann sind Sie nicht an ein Unternehmen gebunden, sondern Sie können da anheuern, wo es Ihnen Spaß macht. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich habe gerade eine lange Ausbildung hinter mir. Und dann gab es keine Stellen. Ich möchte da schon sicher gehen. Als internationale Agentur haben wir da natürlich die besten Beziehungen. Meinen Sie, wir können es uns leisten, dass auch nur einer unserer Schüler nicht genommen wird? Nein, nein. Da können Sie ganz beruhigt sein. Gibt es denn da, wie soll ich sagen, eine Garantie oder so etwas? Ach, das ist an sich überhaupt gar kein Problem. Bloß wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, sonst kriegen wir Schwierigkeiten mit dem Arbeitsamt. Sie wissen doch, die wachen sehr über ihr Stellenvermittlungsmonopol. Aber wie gesagt, was verdient man eigentlich so als Reiseleiter? Also zunächst einmal Verpflegung und Unterkunft gratis. Und das nicht irgendwo, sondern an den schönsten Plätzen der Welt. Und wenn Sie sonst noch etwas brauchen, wie zum Beispiel Kleidung, Lederwaren, Kosmetika und so weiter, die bekommen Sie normalerweise umsonst, weil die Geschäftsleute ja Interesse haben, dass Sie die Touristen auch zu Ihnen schicken. Ach, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Mit diesem Ausweis, den Sie nach der Ausbildung bekommen, haben Sie überall auf der Welt freien Eintritt. Zum Beispiel Flüge, Hotels, Theater, Sessellifte und so weiter, was Sie wollen. Und Sie bekommen jeden Monat 1.000 bis 1.500 Mark freies Geld. Also zumindest für einige Zeit, bis ich dann vielleicht doch noch eine Stelle als Lehrerin bekomme. Sie müssen natürlich auch selbst etwas dafür tun. Ich meine damit nicht die Ausbildungskosten. Die halten sich ja durchaus in Grenzen. Sie müssen 2 Monate lang ganz intensiv lernen, bevor Sie das Abschlussdiplom bekommen. Helga Weitzel ist schon mit den schönsten Träumen hierher gekommen und außerdem voll Vertrauen in den Namen des Reisebüros, das sie als seriös und zuverlässig kennengelernt hat. So hat Herr Kern keine allzu große Mühe, ihr seinen Kurs zu verkaufen, einen Fernkurs zum Preis von 845 Mark. Es ist wirklich für begabte junge Leute, die ein bisschen was von der Welt sehen wollen, eine einmalige Chance. Wegen des Gelds muss ich noch einmal mit meinen Eltern sprechen. Kann ich es Ihnen denn auch überweisen? Ja, sobald es eingegangen ist, bekommen Sie die erste Lektion. Und was man als Reiseleiter wissen muss, das kann man wirklich in einem Fernkurs lernen? Sie werden es können, Frau Weitzel. Das sagt mir meine Menschenkenntnis. Und die hat mich noch nie betrogen. Also, entschließen Sie sich. Und die Welt steht Ihnen offen. Also gut, dann mache ich's. Die Lehrerin unterschreibt, denn sie hat im Grunde genommen keine Zweifel, dass die Eltern ihr das Geld vorstrecken werden. In den folgenden Wochen lernt sie fleißig und intensiv alles, was sie in dem Fernlehrgang an Kenntnissen findet. Auch wenn ihr dabei manches ein wenig banal vorkommt. Sag mal, hast du immer noch nicht genug von diesem Mist? Nein. Der Empfangscocktail. Der Empfangscocktail ist sehr wichtig. Stellen Sie jeweils die Zahl Ihrer neuen Gäste fest und bestellen Sie bei der Hotelleitung eine entsprechende Anzahl Gläser und Flaschen. Bla, bla, bla. Um das zu wissen, brauchst du doch wirklich keinen Kurs zu machen. Manche wissen es vielleicht nicht. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Bald wird Helga Weitzel selbst von Zweifeln geplagt. Aber sie will es nicht wahrhaben, dass sie womöglich sinnlos Geld ausgegeben und eine Menge Arbeit investiert hat.
So büffelt sie weiter und erhält nach 2 Monaten wirklich das versprochene Diplom und den Reiseleiterausweis. Auf die Stellenangebote, die sich angeblich so reichlich über die Absolventen des Fernkurses ergießen, wartet sie dann allerdings vergebens. Schließlich versucht sie, sich auf eigene Faust bei einem Reiseunternehmen zu bewerben, bevor die Saison völlig vorbei ist. Ein Fernkurs und ein Ausweis. Es ist schon toll, was sich die Leute alles einfallen lassen. Wieso? Ist das keine gute Ausbildung? Das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Auf alle Fälle nutzt Ihnen das überhaupt nichts. Wir bilden unsere Reiseleiter in jedem Fall selbst aus. Vorausgesetzt, dass sie unsere Bedingungen erfüllen. Und dass wir welche brauchen. War dann alles für die Katz? Wie alt sind Sie denn? 28. Naja, das wäre an der Grenze. Aber es ginge gerade noch. Können Sie denn fließend 2 Fremdsprachen? Spanisch, Italienisch, Portugiesisch vielleicht? Ich habe Englisch und Französisch studiert. Da ist der Bedarf nicht sehr groß. Und es gibt natürlich auch sehr viele. Kann ich Ihnen nicht sehr viel Hoffnung machen. Es tut mir leid, aber ich habe gleich noch einen Termin. Auf Wiedersehen dann. Auf Wiedersehen. Die Träume von fernen Urlaubsländern sind zunächst einmal geplatzt. Helga Weitzel hat 2 Monate vergebens gelernt und viel Geld zum Fenster hinausgeworfen, das zu allem Überfluss auch noch geliehen war. Den Schaden haben aber nicht nur die Fernkursteilnehmer, sondern auch die Inhaber der Reisebüros, die sich verleiten ließen, ihren guten Namen für die Werbeaktionen der dubiosen Agentur herzugeben. Ich ahne schon, weshalb Sie kommen. Ach ja? Ich wollte nur sagen, dass es die größte Gaunerei war, die mir hier untergekommen ist. Tja, ein paar andere Kundinnen waren auch schon da. Wir sind selbst hereingelegt worden. So? Wir haben mit dem Kerl nichts zu tun. Der hat hier nur den Raum gemietet und bis heute noch nicht mal die versprochene Miete bezahlt. Ich glaube überhaupt nichts mehr. Bitte tragen Sie uns das nicht nach. Wir können wirklich nichts dafür. Ich verspreche Ihnen, bei Ihrer nächsten Reise... Mir ist vorläufig die Lust am Reisen vergangen. Wiedersehen, Herr Heidenreich. Wiedersehen. Darf ich dann das Arrangement so vermerken, wie wir es besprochen haben? Nein, ich will es mir jetzt doch noch mal überlegen. Vielen Dank. Der Fall, so finde ich, zeigt wieder einmal, dass Gauner nicht nur ihre direkten Opfer ausnehmen, sondern oft auch ganz allgemein einen beträchtlichen Flurschaden anrichten. Und noch eins macht der Fall deutlich. Die erstaunliche Kritiklosigkeit, mit der viele Menschen Betrügern in die Arme laufen, wenn sie nur geschickt an ihre Wunschträume appellieren. Gute Geschäfte machen zum Beispiel auch einige dubiose Institute, die per Fernkurs Diplome für Stewardessen anbieten, obwohl doch eigentlich jedermann weiß, dass auch die Luftfahrtgesellschaften ihr Bordpersonal ausnahmslos selbst ausbilden. Es empfiehlt sich also, immer zuerst die wirklichen Berufschancen zu prüfen, bevor man für einen teuren Lehrgang einen Vertrag abschließt. Und nun zu unserem Experiment. Ort der Handlung, diesmal eine Tankstelle. Sie kennen das alle. Man tankt und geht anschließend, wie es sich gehört, zum Bezahlen in den Kassenraum. Mal ehrlich, wie viele von uns lassen für diesen kurzen Moment das Auto offen und unbeaufsichtigt zurück? Geschickte Diebe nutzen solche Gelegenheiten. Unsere Mitarbeiter demonstrieren jetzt einmal, wie leicht es ihnen gemacht wird. Bernd Schröder peilte zunächst einmal die Lage. Er brauchte gar nicht lange zu warten. Eine junge Frau verhielt sich genauso wie eingangs gesagt. Sie tankte, ging zahlen und ließ dabei ihr Auto offen. So war es nicht schwierig, den Wagen auf die Schnelle auszuräumen. Die Beute, eine Handtasche mit Geld, Pass und Führerschein sowie ein Aktenordner mit wichtigen persönlichen Unterlagen. Auch im zweiten Fall, der Tank ist voll, das Auto bleibt offen. Rasch greift Bernd Schröder zu. Und auch diesmal hätte es sich für einen echten Ganoven gelohnt.
eine Lederjacke sowie die Aktenmappe mit Brieftasche und Personalpapieren. Und nun geht es Schlag auf Schlag. Von einem unserer Kameramänner aus nächster Nähe, mit der in einer großen Aktentasche versteckten Kamera beobachtet, holt unser Mitarbeiter nacheinander eine Einkaufstasche, eine Aktenmappe sowie eine Jacke mit Pass und Führerschein aus den unverschlossenen Autos. Im nächsten Fall beobachtet zwar ein kleiner Junge neugierig den Diebstahl, aber er unternimmt natürlich nichts. Danach ist es eine Herrenhandtasche mit Euro-Schecks und Reisepass, die im Ernstfall verschwunden gewesen wäre. Und dann bei einem anderen Wagen gleich noch einmal eine Handtasche mit Geld und Papieren. Die Besitzerin, eine junge Frau, reagiert wie zu erwarten. Ziemlich aufgeregt sucht sie nach der Tasche, bis sie dann einigermaßen ratlos wieder aussteigt. Vermissen Sie was? Ja. Ihre Tasche? Keine Schreckkrieg. Keine Schreckkrieg. Also was Wertvolles ist drin? Dazu? Ja, ein bisschen schon. Ja. Und schließlich unser letzter Versuch. Das Auto steht einladend offen. Auf dem Beifahrersitz liegt verlockend ein Portemonnaie. Und sogar ein zweiter Autoschlüssel gehört diesmal zur Beute. Verständlich, dass der junge Mann recht unruhig wird, als er diesen Verlust bemerkt. Entschuldigen Sie, vermissen Sie was? Vermissen Sie was? Was ist es? Bitte? Sie haben es nicht verloren, aber Sie hatten Ihr Auto offen. Wir sind vom ZDF. Kennen Sie die Senderei? Vorsicht, Falle? Vom Zimmermann? Ja. Wir wollen mal testen, wie viele Autofahrer Ihr Auto offen lassen. Und haben mal schnell reingegriffen und es rausgeholt. Danke. Fantastisch. Hatten Sie Geld drin? Ich habe gar nicht reingeguckt. Ja, ja. Ja, hat sich gelohnt. Ach, ja. Oh ja, doch, ist ein bisschen was drin. Ja, ja. Also, danke schön. Bitte. Eigentlich verständlich, dass sich der junge Mann auch noch bedankt hat, denn im Ernstfall wäre sein Portemonnaie natürlich weg gewesen. Aber auch wir haben zu danken, nämlich bei all denen, die in unserem Experiment ungewollt als Opfer mitgespielt haben und die uns anschließend die Genehmigung gegeben haben, diese Szenen auch senden zu dürfen, damit andere gewarnt werden. Das war die letzte Vorsicht-Falle-Sendung in diesem Jahr. Im nächsten Jahr wird es diese Sendung öfter geben, an 6 Abenden, und zwar immer freitags nach dem Krimi. Für heute darf ich mich verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die bevorstehenden Feiertage. Auf Wiedersehen.